Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Forza Horizon 3. Irgendwie werde ich es nie schaffen, hier diese Ausfahrt so zu nehmen, dass ich hier einfach mal ordentlich auf die Straße raufkomme. Ja, wir fahren in dem Alfa Romeo, den wir in einer der letzten Folgen gekauft haben, als wir das Festival freigeschaltet haben. Also jetzt sind wir auch schon wieder über 6 Millionen. Ein bisschen Geld haben wir auch ausgegeben. Wir haben natürlich jetzt wieder einiges an Missionen vor uns. Hat sich natürlich einiges freigeschaltet. Wo fährt er denn lang? Wir haben mir da schon ein Rennen ausgesucht, was da vorne ist. Ich will da nur kurz mal hinfahren, um das Auto ein bisschen zu zeigen. Ich mag den, der sieht gut aus. Der klingt gut, der fährt sich, naja, ein bisschen instabil, muss man sich wahrscheinlich erstmal dran gewöhnen. Da kommt eine A-Klasse an. Wie gesagt, der sieht auch mega gut aus. Ich habe mein Ziel erreicht. So, wir haben Berg-Querfeld-Einstrecke. Wir fangen mit. Machen mal die Meisterschaft. Willkommen zur Meisterschaft für extreme Offroader. Hier könnte es ein wenig holprig zugehen. Haben wir jetzt eigentlich nur noch Querfeld einrennen? Das heißt, ich muss jetzt immer das gleiche Auto nehmen, oder was? Das wäre natürlich jetzt fatal. Müssen dann mal gucken, wenn die Rennen jetzt vorbei sind, wenn die Meisterschaft vorbei ist, ob wir da noch was anderes haben. Kann natürlich sein, dass wir alle normalen Straßenrennen weggemacht haben, also weggefahren sind. Ja, das wird nix. Das war schon klar irgendwie. Was ist denn jetzt gerade mit dem Auto los? Ich fand den doch das letzte Mal so geil. Da muss ich mich gerade wieder dran gewöhnen. Du wirst aber auch hier geschubst. Das ist wieder ein Problem von der KI. Die wollen straight auf der Ideallinie fahren. Wenn da ein anderes Auto fährt, ist da das so egal. Warum sind die hier so langsam? Und der war weg. Ist der KI das so egal? Die schiebt dich weg. Hier, zum Beispiel die Situation. Ich fahre auf der. Guck mal, wie der mich versucht wegzuschieben. Weil ich auf der Ideallinie fahre. Seht ihr das? Weil er unbedingt auf die Ideallinie will. Eigentlich ist das für die Zuschauer voll scheiße, weil die das Rennen gerade mal eine halbe Sekunde sehen. Ich weiß nicht, warum ich diesen Sprung da gerade nicht hinkriege. Weil die das Rennen da gerade mal, wenn die mal durch die Stadt ziehen. Ansonsten haben die ja gar nichts von dem Rennen. Was ist denn das hier für eine krasse Scheiße? Warum kriege ich denn diese Sprünge nicht hin? Ich glaube, der Wagen ist einfach zu leicht. Ich kann ihn auch in der Luft nicht steuern. Ich glaube, der ist einfach zu leicht, deswegen.
komme aber auch irgendwie partout nicht an den Treppen da vorne ran. Wir bringen mal ein bisschen Abwechslung rein und fahren mal im nächsten Rennen ein anderes Auto. Jetzt komme ich auf einmal ran. Oh, 214.000 Punkte erstmal da oben gemacht. Sehr seltsames Rennen. Sehr seltsames Rennen. Aber extrem viele EPs gerade, extrem viele EP gemacht. Ich habe dann 3.500 nur allein durch die Fähigkeiten gemacht. Fähigkeiten 5.500 sogar. 16.000 EP insgesamt. 5.500 allein nur durch den Fähigkeitenboost. So. Strecken. Aktuelle Meisterschaft. Jetzt mal gucken hier. Ne, da haben wir zum Beispiel ein Sprintrennen. Die sind noch nicht aufgedeckt. Was haben wir denn hier? Hier ist aber auch Querfeld ein. Sprintrennen. Also wir hätten auch noch was, ein bisschen was anderes, aber auch, wir haben eben sehr viel Querfeld ein jetzt neu dazu bekommen. Was haben wir hier? Sprintrennen. Querfeld ein. Querfeld ein. Querfeld ein. Rundstrecke. Sprintrennen. Das ist Querfeld ein. Querfeld ein Rennen. Rundstrecke. Querfeld, das sind Bäume. Kripprennen. Also wir können immer ein bisschen, wir haben sehr viel Querfeld ein, das ist Wahnsinn. Hier haben wir natürlich noch ein paar Querfeld ein Rennen. Hier haben wir natürlich noch ein paar unentdeckte Sachen. Ja, das ist... Okay, jetzt haben wir ein Grip-Rennen, jetzt haben wir tatsächlich was anderes. Was haben wir denn hier? Querfeld ein Rennen, Sägewerk, Querfeld ein Rennen. Wir haben ja extrem viele Querfeld ein Sachen, also... Natürlich jetzt dem geschuldet, dass ich die ganze Zeit nur Rennen, Sprintrennen und etc. gefahren bin. Sie haben Ihr Ziel erreicht. So, Falle. Meisterschaft fortsetzen. Was ist das denn eigentlich für eine Karre? Ach, wir behalten den mal. Ich glaube, für ein Quip-Rennen ist der gar nicht so verkehrt. Die Texturen da gerade so nachladen. Sieht ja mega scheiße aus. Aber wir brauchen für den Wagen mal eine neue Lackierung.
Versuche mich gerade ein bisschen zu konzentrieren, also nicht wundern. Ich muss auch sagen, wie gesagt, es ist wieder 4 Uhr nachts. Du bremst ja so früh. Es ist auch schon wieder 4 Uhr nachts. Ich komme irgendwie immer nur dazu, so nachts aufzunehmen, ey. Ernsthaft? Also ich bin der Meinung, den hätte man mir geben können. Den habe ich noch mit dem Kotflügel geschleift. Gestreift, geschleift. Wisst ihr, was ich meine? Der Warthog ist hier relativ beliebt, das Halo-Auto. Schon Weini, gib mir ein bisschen Windschatten. Wir nehmen einfach mal nächstes Rennen, den Warthog. Ach, scheiße. Schon wieder. So. Oh, den Ford GT würde ich nehmen. Komm schon, gib mir den Ford GT. Haben den zwar, glaube ich, schon, aber ein Doppelzelt besser. Die Philosophie meines Lebens. Doppelzelt besser. So, haben wir ja gleich hier das nächste Rennen. Komm, wir nehmen mal den. Den Hornigan. Der ist bestimmt auch gut. Ich weiß, dass der gut ist. Er hat mir gesagt, dass er gut ist. Er ist wohl doch nicht so gut. Es ist schwierig.
schwer unter Kontrolle zu behalten, das Auto. Er ist auch ziemlich schwerer als der, den ich eben gefahren habe. Da muss man sich auch erstmal wieder dran gewöhnen. Ah, scheiße, ich dachte, den Baum kann man mitnehmen. Ah, ich bin jetzt mit Absicht so Richtung den Baum gefahren. Den auch nicht. Was ist das für eine Scheiße hier? Wer baut denn da Betonbäume hin? Schön das Feld umpflügen hier. Das freut den Bauern bestimmt richtig. Nein! Oh, ich will die Punkte mitnehmen. Scheiße. Oh, da waren gerade richtig viele Punkte. Oh, scheiße, hätte ich mal zurückgespult. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt bin ich auf dem letzten Platz. Scheiße. Also irgendwie habe ich es heute mit den Wegpunkten. Die ganze Zeit. Er fährt sich aber auch extrem instabil, der Wagen. Das ist echt schrecklich. Ach Gott, egal. Ja, Kontrollpunkt verpasst, wir sind eh letzter. Ich kann es auch nicht zurücksetzen, warum auch immer. Wir sind eh letzter. Das war schlecht. Ja, aber es war ja 1:1 meine Schuld. Die sind alle schon im Ziel. Ja, wenigstens werde ich auch gefeiert. Ja, das ist schlecht, ich weiß. Oh Gott. Oh, wir müssen unbedingt die nächsten Rennen gewinnen. Jetzt haben wir echt ein Problem. Weil ich unbedingt die IP mitnehmen wollte. Das waren richtig viel. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel das waren, aber es waren locker 100.000. Sieht schon mega aus, ey.
Er sieht schon echt geil aus. Da habe ich noch gleich mein Thumbnail. Aber nehmen wir jetzt für das Rennen ein anderes Auto. Komm, wir setzen hier auf bewährte Pferde. Bewährte Pferde, Perf. Er hat ein bisschen Probleme, vom Platz zu kommen, das merkst du. Da fehlt ihm die Power, da ist er zu leicht für. Er kann die Kraft nicht auf den Boden bringen. Ach, ich bin schon auf dem ersten Platz. Gott, mich gewundert, wo der erste hin ist. Hab den nicht auf der Minimap gesehen. Will er mich jetzt echt. Ja, nee. Ich muss schon sagen, er will mich jetzt echt nicht hier noch ficken. Das mag ich nicht so von hinten. Nee, Moment. Yay, wieder auf dem ersten Platz. So schnell geht's wieder. Ein Rennen haben wir noch in der Meisterschaft.
Oh, den Ariel werde ich auch nehmen. Aber ich glaube, so viel Glück habe ich nicht. Ah. Ja. Drüber ein Auto, da drunter ein Auto und ich krieg die 14.000. So, letztes Rennen. Ich kann gerade nicht einschätzen, welche Bäume kann man wegmachen und welche nicht. Den kann man doch wegmachen, ja. Ne, den auch nicht. Okay. Und den können wir. Nö. Wo ist es denn noch? Da. Junge, ich muss mal hier durch. Arbeiten Sie ruhig weiter. Sie haben Ihr Ziel erreicht. So, Meisterschaft fortsetzen. Wollen wir mal ein bisschen mit dem Warthog fahren? Ach, das Rennen. Oh, ich lande auf ihn. Nein! Oh, scheiße. Warum mir die Scheiße nochmal passiert wie im vorletzten Rennen, verzichte ich auf die Punkte, es waren eh nicht so viele. Setz die Karre lieber zurück. Echt eine bisschen anspruchsvollere Strecke hier. Schon wieder nicht. Also diesen einen Punkt hier ist echt weird, dass ich den nie kriege. Problem ist, ich muss den Sekundenschlaf da vorne kriegen, weil der relativ nah an mir dran war mit Punkten. Nein!
Was habe ich denn da gemacht? Komisch, jetzt kann ich kurz vom Ziel wieder zurücksetzen. Vorhin ging es nicht. Also sehr seltsam alles. Was habe ich denn da gerade für eine Scheiße gemacht? Ich sagte, der Sekundenschlaf durfte nicht gewinnen, weil der war relativ nah an mir dran, was die Punkte angeht. Ja, er war sogar direkt hinter mir. Und ich war mir nicht sicher. Meisterschaft abgeschlossen. Rasseln die Levels rein. Ja, doch nicht. Schade. Gut, mein Lieben, wir werden aber jetzt Feierabend machen. Ist wieder ein bisschen länger geworden, die Folge. Ich werde nächste Folge mir mal wieder ein Sprintrennen raussuchen, dass wir irgendwas mal wieder super Sportler oder so rausmachen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir doch mal in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Folge wieder bei Forza Horizon 3 hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, bis morgen, ciao.